Servus, Savadikap und all Gute, der Stefan hier. Nachdem ich euch die letzten zwei Mal über das Nachtleben in Pattaya berichtet habe, schauen wir uns heute mal wieder ein bisschen was Kulturelles an. Es gibt einen weisen Tempel hier in Pattaya, da bin ich jetzt hingefahren. Ist etwas außerhalb von Pattaya, am besten kommt man hin mit dem Motorbike. Wie das funktioniert, erzähle ich euch gleich. Wenn ihr weiterhin solche Videos seht, abonniert den Kanal. Und jetzt seid gespannt, es geht los. So, hinter mir könnt ihr dann schon sehen, den weißen Tempel. Am besten kommt man hin mit dem fahrbaren Untersatz, einfach Bike mieten. Der Tempel ist etwa 13, 14 Kilometer außerhalb von Pattaya. Ich blende es auf der Karte ein. Dann seht ihr auch die Fahrtroute. Und dann werden wir uns jetzt mal den Tempel von innen anschauen. Und von außen natürlich.
Neben dem Tempel gibt es noch einen Waldweg zu einem Kloster. Da kommt man zunächst an einem Aussichtspavillon vorbei mit einem fantastischen Blick auf Na Chom Tien und Bang Sa Re. Und noch ein Stückchen weiter ist das eigentliche Kloster mit einem weiteren Turm, und auf diesem Turm hat man einen ganz fantastischen Ausblick ins Hinterland. So Freunde, das war's für heute vom Weißen Tempel in Pattaya. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt gehen wir noch mal kurz auf einen kleinen Berg, auf dem Aussichtsturm, und genießen die Aussicht. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Stefan.